Ja, hallo. Hier ist wieder der Ralf Villen. Es gibt Neuigkeiten in meinem Fall wegen dem Jugendamt, dem Bürgermeister. Mit Datum von gestern, dem 31.07.2019, habe ich Besuch bekommen von zwei Leuten vom Staatsschutz. Das war eine Beamtin und ein Beamter. Das war ein freundlich geführtes Gespräch und es kam dabei auch raus, während des Gesprächs, dass es auch um die Sache mit dem Bürgermeister ging und die Anzeige. Ja, es muss dem Bürgermeister wohl doch mulmig geworden sein, ja, weil ich ihm auch angedroht habe, und dazu stehe ich auch, dass ich mir da notfalls auch gewaltsam Zutritt zu seinem Büro verschaffe, wegen den Rechtsbrüchen, die sein Jugendamt hier in der Stadt begeht. Und dazu muss man wissen, dass diese Rechtsbrüche, die dann zur Anzeige gebracht worden sind, nicht mehr von den Leuten beim Gericht verfolgt werden, von der Justiz. Das heißt, das ist nicht nur hier in Wuppertal so, es ist generell überall im Land so. Es kamen hier Rückmeldungen an aus dem norddeutschen Raum, Hamburg, die Ecke, Bremen, auch aus Bayern und anderen Ecken hier aus dem Land, dass mir Leute vermeldet haben, dass hier Anzeigen nicht mehr bearbeitet werden, die sich begründet gegen das Jugendamt richten. Das heißt, diese Anzeigen werden aus dem Verkehr gezogen durch die Justiz, und dadurch befinden sich die Eltern oder die Geschädigten in einem rechtsfreien Raum. So, und dieser Tatsache ist man sich hier beim Jugendamt auch bewusst. Das heißt, von meiner Seite alleine liegen schon mindestens drei Anzeigen vor, die von der Richterin Frau Beining aus dem Verkehr gezogen werden. So, und ich habe das halt eben den Herrschaften hier vom Staatsschutz auch so erklärt, dass ich es in der Tat so sehe, dass unser Bürgermeister als oberster Dienstherr in der Stadt Wuppertal dafür zuständig wäre, diese Missstände abzustellen. Ja, aber er hat sich dann halt eben dazu entschieden, dann halt eben doch die Opfer eher anzugehen, also ich als Vater oder auch meine Kinder, also mich mit einer Anzeige zu belegen, währenddessen also schon lange, lange vorher gegen ihn selber auch eine vorlag, weil er halt eben nicht reagiert hat auf meine Beschwerden, und habe ihm da auch alle paar Monate mehrfach Briefe geschickt, bis in den gegenwärtigen Zeitraum. Und der letzte war halt eben böse, ne, weil ich auch androhte, da mir notfalls Gewalt oder Zutritt zu seinem Büro zu verschaffen. Das heißt, das ist das Maß an Gewalt, was nach dem Widerstandsrecht also noch abgedeckt ist. Man muss nur Verhältnismäßigkeit dabei beachten. Das heißt, um ihr Gehör zu verschaffen. Ja, und das, also er hat es dann so halt eben behandelt. Er hat nicht mehr darauf reagiert. Ich habe keine Antwort bekommen von ihm. Es kam keine Rückmeldung vom Jugendamt, ne, schon mal gar nicht. Da gibt es schon seit Jahren eine Gesprächsverweigerung mittlerweile. Selbst über Umwege zu versuchen, mit diesen Leuten da ins Gespräch zu kommen, war zwecklos. Ja, und ich habe auch hier dem Staatsschutz mehr als deutlich zu verstehen gegeben, dass ich diese Rechtsbrüche von meiner Seite nicht hinnehmen werde. Und habe auch berichtet halt eben, dass jetzt erst kürzlich gegen mich ein Rufmord begangen worden ist, weil angeblich in einem Familiengutachten stehen würde, ich habe da eine Psychose, und das wäre dann halt eben auch der Grund, ja, warum er mir den Umgang entzogen hat mit meinen Kindern, was natürlich eine glatte Falschaussage war. Das ist Rufmord, ne, und soll halt eben noch dem Zweck dienen, jetzt noch einen Grund heranzuziehen, warum ich meine Kinder nicht sehen darf. Ja, in Wahrheit ist es so, dass ich bei der letzten Gerichtsverhandlung mir davor kam, als würde ich im Irrenhaus sitzen, weil ich auch der Frau Beining alles geschildert habe und sie auch natürlich die Anzeigen von mir aus dem Verkehr gezogen hat, währenddessen auf der anderen Seite ein Drogendealer sitzt, ne, der wirklich schlimmste Vorfälle zu verantworten hat, die ich alle dokumentiert habe. Und die Frau Beining dann von mir verlangt hat, ich möchte mich doch in psychiatrische Behandlung begeben. Und als ich das verweigert habe, wofür ich auch überhaupt keinen Grund sehe, daraufhin, weil ich mich nicht habe erpressen lassen von der Frau Beining, ist mir das Umgangsrecht mit meinen Kindern entzogen worden. Und hierzu muss man halt eben wissen, dass durch das Jugendamt also schon mehrfach wohl versucht worden ist, hier Leute in der Psychiatrie verschwinden zu lassen. Also in einem Fall hat der WDR sogar darüber berichtet, als man halt eben auf Forcieren des Jugendamtes das Ordnungsamt zu einer Frau in die Wohnung schickte. Die wurde gewaltsam mit Polizei aus ihrer Wohnung rausgeholt, von Leuten des Ordnungsamts in den Krankenwagen reingelegt und dann bei brütender Hitze da drin liegen gelassen, eine halbe Stunde. Na, die Frau war am Dehydrieren, bis das dann der Amtsarzt kam und der dann sofort verlangte halt eben, dass man diese Frau aus dem Krankenwagen rauszuholen hat, und dass dann letztendlich daran gescheitert ist, dass der Amtsarzt festgestellt hat, diese Frau war nicht psychisch krank, ne, sondern man hat die schön in diesem Krankenwagen liegen gelassen bei brüllender Hitze, während die Herrschaften vom Ordnungsamt dann im Schatten gestanden haben, ne, und dann auf das Eintreffen des Amtsarztes gewartet haben. So, dieses Unterfangen ist dann natürlich nicht geglückt, Gott sei Dank, weil der Amtsarzt so hell war und auch das durchschaut hat, was da
für einen Vorgang da in Bewegung gekommen ist, durch das Jugendamt. Und natürlich habe ich das auch im Hinterkopf gehabt, als ich vor der Frau Beining gesessen habe und man dann zu mir sagte, so, wir möchten jetzt, dass Sie in psychologische Behandlung gehen. Ne, dann ist das der einzige Zweck, der verfolgt wird, das quasi schon vorzubereiten, dass man sagen kann, ja hier, ne, ja, der hat ja nur mal eins an der Waffel und eine Diagnose, die hat man schneller heutzutage, da, ne, da immer ein Papp sagen kann, nur mal so rumgesagt. Ja, und nur weil eben, ich habe mich ja auch geweigert, ne, ganz klar, weil ich auch die Amtsgebaren von der Frau Beining jetzt auch kennengelernt habe, halt eben, dass mehrfach Anzeigen aus dem Verkehr gezogen werden, ne, dass sogar noch vor Zeugen im Gerichtssaal angekündigt wird mit den Worten, ihre ganzen Anzeigen ziehe ich alle an mich, ja. Und ich sag mal, Deutschland oder auch gerade hier Wuppertal, das wissen die Leute da auch, die da arbeiten, das ist mittlerweile ein Paradies geworden, Schlaraffenland für Amtskriminalität. Ja, das heißt, das ist überhaupt kein Thema für diese Leute, dass man da einen Drogendealer an den Tisch meiner Kinder bringt oder auch, dass mein Sohn eine Körperverletzung erlitten hat. In dem Gutachten steht übrigens auch drin, dass der neue Partner in der Wohnung Drogen konsumiert, Cannabis-Joints raucht, während die Kinder halt eben bei mir sind. Ja, und ich gehe mal schwer davon aus, nachdem das Umgangsverbot jetzt inzwischen seit über einem Jahr aufrechterhalten wird, dass er das auch macht, wenn die Kinder in der Wohnung sind. Das traue ich dieser Person ohne weiteres zu. Ja, und auch meine Tochter, die dann in psychologische Behandlung gekommen ist, halt eben wegen Beleidigung, Missbrauch für Erwachsenenkommunikation, ist wegen so einem Verhalten bei einer Kinderpsychologin gelandet. Ja, natürlich, dass man dann irgendwann sagt, das Maß dessen, was man jetzt bereit ist zu ertragen, ist jetzt voll und dann den Bürgermeister angeht, der natürlich seinerseits mit einer Anzeige darauf reagiert hat, letzten Endes dann aber sicherstellen wollte, dass jetzt nichts Böses passiert und mir den Staatsschutz hierhin ins Haus schickt. Das war gestern. Ja, ich habe halt eben auch den Leuten vom Staatsschutz gesagt, okay, ich werde notgedrungen stillhalten, ne, was jetzt unseren Bürgermeister angeht. Nur eine Sache, die dürfte wohl klar sein, dass ich mir solche widerlichen Rechtsbrüche nicht bieten lassen werde. Das ist das Erste. Und die Leute hier im Land müssen sich über eine Sache bewusst sein. Wir erleben im Moment alle, was um uns herum passiert. Und ich glaube nicht, dass unsere Bevölkerung so dumm ist und nicht weiß, wem wir das alles zu verdanken haben. Rechtsbrüche, dass Gesetze nicht mehr angewendet werden, Amtskriminalität und so weiter. Noch viel schlimmere Sachen, Mord auf der Straße, Vergewaltigung, Messerattacken. Ihr seht alle, was um uns herum passiert. Und dafür, ne, dafür ist unsere Regierung in Berlin verantwortlich, die Frau Merkel und ihr Gefolge. Sondern von diesen Leuten besitzt keiner so viel Rückgrat, endlich den Mund aufzumachen und ein Amtsenthebungsverfahren bei der Frau Merkel zu beantragen. Nein, man wartet ab. Man lässt diese Frau schalten und walten und wie sie Lust und Laune hat, Rechtsbrüche begehen. Und was hier passiert, das kann man schon fast als einen Angriff auf unser Land und unser ganzes System werten, wenn man sich hier mal umguckt und das Gesamtbild betrachtet, was hier im Land passiert mit uns allen. Das ist ein Angriff auf unsere Ordnung, auf unser ganzes Rechtsverständnis und unsere Werte, die wir haben. Und unser friedliches Zusammenleben hier in den letzten 4 Jahren regelrecht demontiert wird und auch unser ganzes System nicht mehr für den Bürger arbeitet. Nein, da stecken andere Interessen hinter. Das sind bösartige Interessen. Das kann man schon fast wie ein Angriff auf unser Land werten, was wir hier gerade erleben, was wir alle erleben, was wir sehen können, überall. Und die Mainstream-Medien sich fröhlich hier noch die Tasche voll lügen, ja, weil die Deutschen ja so zufrieden sind mit Frau Merkel und sich so sicher fühlen wie nie zuvor. Ja, das glaubt kein Mensch mehr mittlerweile, ja, weil ich weiß nicht, in welcher Realität die leben in ihrem Elfenbeinturm in Berlin, aber nicht in der die Bevölkerung gerade ist. Ja? Und wir sollten alle, wie wir da sind, versuchen, uns dagegen zur Wehr zu setzen, was hier mit uns allen passiert. Ja? Das ist schon nicht mehr feierlich, das sind Verbrechen, die hier an der Bevölkerung, an uns allen begangen werden. Das ist ganz klar Fakt. Und über die Aussage sollte jeder mal nachdenken, der das jetzt hier sieht. Und wer sich dagegen zur Wehr setzt, der wird von diesem System angegangen. Der kriegt die Kinder weggenommen. Und viel schlimmere Sachen. Der wird noch bestraft und dafür seine Entrechtung noch bezahlen, so wie in meinem Fall. Das werde ich mir auch nicht bieten lassen. Und jedem von uns, der hier lebt, dem ist das Recht auf Widerstand gegeben. Nach Artikel 20 im Grundgesetz und den Paragraphen im StGB 32, 34 und 35. Und die sagen halt eben aus, wenn der Staat seine Rechtspflichten verletzt, was offensichtlich bei vielen Menschen hier im Land der Fall ist, dann hat der Bürger das Recht, die Ordnung wiederherzustellen, die rechtsmäßige, gesetzliche Ordnung wiederherzustellen. Und da hat sich auch nicht die Polizei in den Weg zu stellen. Und wenn doch, ne, dann
ist die Polizei kein Freund und Helfer mehr. Und da kommen mittlerweile auch immer mehr Videos und Meldungen zutage, ne, wo ganz offensichtlich ist, dass hier auch die Polizei Unrecht durchsetzt. Und sowas geht nicht. Unser Land verabschiedet sich komplett. Was hier passiert, das ist ein Angriff. Und seht euch mal an, was hier los ist. Der Sicherheitsapparat kaputt gespart, die Bundeswehr ist nur noch Schrott. Die Zustände hier im Land. Ja, wer ist denn dafür verantwortlich? Was sitzen da für Leute in Berlin? Denen haben wir das zu verdanken. Und dass die ganze Gesellschaft gespalten ist. Und ich kann jedem nur auffordern, sich dagegen zu wehren, jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wenn die Leute hingehen und stürmen den Reichstag in Berlin, weil mittlerweile ist wirklich ein Punkt erreicht, ich glaube, da wird auch kein Panzergraben mehr was nutzen oder ein Aha-Graben, wie das bezeichnet wird. Das ist ein absoluter Witz, was hier passiert. Und die Leute, die dafür verantwortlich sind, das sind die Politiker in Berlin, die Frau Merkel und ihr Gefolge. Um das mal ganz deutlich zu sagen. Und auch, was hier in Wuppertal beim Jugendamt passiert. Gesetze kommen nicht mehr zur Anwendung. Und selbst der Letzte, der dürfte schon begriffen haben, was hier passiert. Das ist kein Rechtsstaat und den gibt es nicht mehr, diesen Rechtsstaat. Wenn man sich mal in die Rechtslage einarbeitet und die ganzen Verträge und Gesetze, die aufgehoben worden sind, dieser Rechtsstaat existiert nicht mehr. Der zerstört sich gerade, die Reste von diesem Fragment, von dem, was das mal war, von dem Rechtssystem. Ja, und die Leute, wenn ich sehe, was hier passiert, auch von den Behörden, Ämtern, Polizei, ne, das ist kein Rechtsstaat, das ist ja mittlerweile wie ein marodierender Haufen. So fühlen sich hier die Leute auf. Und sowas geht nicht. Und es wird Zeit, dass die Menschen im Land aufstehen. Und ich bin einer von denen, die das noch aussprechen, was hier mit uns allen passiert. Ihr könnt das alle nachprüfen. Das hat nichts damit zu tun, Nazis zu sein oder Rechtsradikal. Mit sowas habe ich auch nichts am Hut. Das hat mit der Wahrheit zu tun. Und darum geht's. Und um die ganzen Menschen, die hier im Land betroffen sind. Und darüber solltet ihr alle mal nachdenken. Auch wenn der Staatsschutz zu Besuch kommt und man versucht, sich zu wehren. Was dein gutes Recht ist. Ja, Recht. Das gibt's ja wohl nicht mehr im Land. Und jeder, der das hier hört, der sollte aufstehen und demonstrieren oder notfalls vor den Reichstag gehen und diese ganzen Leute, die da drin sitzen, alle wie sie da sind, wegen Landes- und Hochverrats, aus dem Haus rausjagen und diesen Angriff auf uns alle und auf unsere Werte und unser Rechtssystem schnellstens beenden. Oder unsere Politiker mit einem Amtsenthebungsverfahren von der Frau Merkel und allen Beteiligten, die dabei mitgemacht haben, unser Land so in den Abgrund zu führen. Und wenn wir jetzt nicht handeln, wir alle, die wir hier leben, ne, dann wird es zu spät sein. Denkt mal darüber nach.